Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stop und das war so schön. Ich gerade so Problem mit dem Schneider, ist er weg. Tja. Ist er wohl gerne. Problem! Falsche Richtung zu unserem Haus, geht's nach links. Ja, aber ich muss erstmal ein bisschen nicht die schon wieder. Ui! Matrix-Style! Ui! Oh, aus der Luft gepickt! Warte, da haben wir doch Eisen. Eisen ist dringend notwendig. Oh, das ist Kupfer. Nee, das ist Eisen. Das ist Eisen. Wir brauchen dringend Kupfer, weil mit dem Kupfer können wir uns auch eine richtig geile Rüstung machen. Junge! Ah! Junge, erschlägt er mich mit dem Baum? Ich glaube es nicht. Ja, das war Kupfer. Ja, und jetzt fällen wir zum ersten Mal auch selber Bäume. Ey, Junge. Guck was? Mal, das aussieht, wenn du nur so einen kleinen Stammer machst. Ja, ja. Guck mal jetzt. Hast du gesehen? Ja, endgeil. Inventar. Holz. Du weißt, wo du dein Holz hast, ne? Was? Du weißt, wo du dein Holz hast, ne? Ja, ja. Ich weiß, wie man alles macht. Sozusagen zwei Inventare. Oh, hier haben wir noch mitten im Schnee noch ein bisschen Kohle. Ja. Oh. Baufeld. Ich bin hier meine Zeit lang im Eis, weil hier kann man mega schnell Sachen abbauen. Hier zum Beispiel auch. Ist das Eisen oder ist das Kupfer? Ne, das wird Eisen sein. Ja, Eisen. Junge! Oh, aus der Luft gefischt. Ich liebe das, wenn man die so aus der Luft rausfischt. Immer zu unserem Haus, ne? Jo, warte, ich mach das hier auch nochmal ein klein wenig leiser. Geht bei dir ja nicht, ist da aber auch noch ein Fenstermodus. Ja, ja. Das ist aber immer so. Oh, da unten haben wir noch Kohle. Komm, 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 ich krieg dich. Ja. Jetzt darf ich mich wieder verhindern. So, jetzt bin ich hier in diesem Haus, wo wir diesen Schornstein gefunden hatten. Ah, da haben wir... Ich glaube, jawohl, das muss Kupfer sein. Hm, das ist Kupfer und richtig schön viel. Ja. Yeah. Ich habe währenddessen mal ein bisschen was von diesen Pflanzen hier ab. Und zwar... Weil ich glaube, ich am besten von oben runter. Rags machen können. Rags, ja. Bandagen. Ja, du hast so viel der Sie gezockt. Mm, war heute endgeile, eine endgeile Aufnahmesession mit DayZ. Mhm. Aber wir verraten nichts. Wo jo. Ist dein? Oh ne, keine Ahnung. Junge, weh doch die scheiß Axt aus. Ah, oh, ich glaube es nicht. Ich bin schon wieder am Abkacken. Moment, ich habe ja Bandagen. Wow, übertreib. Spielt der Avatar. Oh. Und hier haben wir auch noch etwas Kohle. Mit gut Glück könnten wir dann nächstes auf einem anderen Planeten, weil ich glaube, hier in der Nähe ist auch so ein Asteroidenfeld. Und dort ist es auch immer ganz geil. Ich baue mal jetzt langsam unserem Haus weiter, ne? Jo. Ich gucke hier nach und sammle ein paar Rohstoffe. Weil ich meine, ich habe auch genug Kupfer, um auch eine ordentliche Rüstung zu machen. Jawohl, und hier haben wir noch mehr Kupfer. Oh, ist ja schön viel Kohle. Junge, was?
Wähle doch die Axt aus, ich glaube es nicht. Und ich bin übrigens auch gleich tot. Oh, aus der Luft gepickt. Du kriegst mich nie. Das war eine Bandage. Vielleicht auch zwei. Und ins Getümmel stürzen. Oh, eine Kassette. Tja, das steckt da fest. Boah, ich will die Kohle hier mitnehmen. Das ist so viel. Moll. Komm, ich schaff das noch, bevor mich irgendein Viech hier noch entdeckt. Bei den sie hätten die Viecher mich schon längst entdeckt. Ja. So, okay. Jetzt nehme ich meine letzte Bandage. Hoppe ich an den Delicious vorbei. Gib dem nochmal einen Schlag auf den Koppes. Ach. So. Junge, diese Hasen sind hier aber auch sehr gewalttätig. Junge, schon wieder so ein Panflammen. Nein! Hier ist noch so ein Panflammen. Nein, jetzt habe ich das Inventar geöffnet. Junge, weh doch die Axt aus! Oh. Okay, ich muss mich an die Steuerung hier definitiv noch gewöhnen. Auch wieder, weil ich gerade nach Daisy gezockt habe. Ja, ja. Vor allem nach Daisy, weil es hier auch anders ist. Na gut, das Inventar etc. ist gleich geblieben, aber auch mit den Waffen etc. Es ist schon knifflig, sich dann hier einzufinden. Ich finde es geil, wie hoch man springen kann in diesem Spiel. Geil. Ja, ich baue ja auch noch. Wie geil, so mit der einen Hand, mit der anderen so. Wir haben hier einen coolen Vogel abbekommen. Und ich muss hier auch nochmal die Musik ein klein wenig leiser machen. Tut mir sehr leid, aber das dröhnt mir ja gerade so die Ohren weg. Ich bin jetzt übrigens aus dem Schneegebiet raus, ne? Ich bin wieder... Mal gucken. Oh, hier haben wir auch noch ein paar Bäume, die lasse ich aber erstmal. Die hier sind friedlich. Tja, Hase. Ah, da unten habe ich doch gleich mal ein bisschen Kopper gesichtet. Zack. Deswegen habe ich jetzt auch gut ein bisschen Kopper ab mitgenommen. Oh, da meldet sich der Fernseher. So. Nee, das lasse ich erstmal. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Kohle, genauso wie da. Zack. Ich finde es witzig, wie da hin und wieder mal solche Erdblöcke einfach so in der Luft schweben. Jawohl, hier haben wir noch mehr Kopper und auch noch ein bisschen Gold, sauber. Das Gold brauchen wir eigentlich nicht, aber das brauchen wir, wenn schon, dann zum Reparieren von Waffen, von Sachen. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Kopper. Oh, die Sonne geht gleich unter. Oh, hier haben wir auch noch etwas Kopper. Wie schön. Zack, zack, zack. Ich baue gerade unterdessen mal unserem Haus hier ein bisschen weiter. Oh, hier haben wir schöne Hasen. Happy Birthday. Aus der Luft, nein! Oh, da schlage ich auch noch zu früh. Oh, hier muss ich jetzt erstmal hochkommen. Nein, oh, hier, oh, nein, nein, nein.
komm. Nein. Oh. Ach, ist das. Na gut, dann muss ich mich hier durchgraben. Durch den Stein. Na super. Ist doch schön. Ja. So, und ich bin oben. Das Eisen lasse ich jetzt erstmal da. Ich will einfach nur gucken, was jetzt hier in dieser Richtung, ob da jetzt irgendwie eine Stadt oder so auch noch dabei ist. Das Kopper habe ich da oben auch gesehen, ja. Ja. Mich jetzt hier nur ein klein wenig beeilen. Weil wenn die Nacht da... Ja! Eine Stadt! Scheiße! Kusch! 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 Tja, daneben. Scheiße, jetzt hat er mich doch noch getroffen. Ja! Weg mit dir! Was ist hier denn alles? Jawohl, ich hab Wurfmesser! Und noch ein bisschen Kopperbar. Nice. Und hier auch noch ein paar schicke Sachen zu mitnehmen. Nice, geil, Skull on a Spice. Schick. Sauber. So. Genau das hatte ich erwartet. Oh, aber ich habe nicht gerade... Ah, das ist das Teil. Ich habe nicht gerade viel Leben. Das heißt, ich werde vermutlich bald irgendwie abkratzen. Und da haben wir wieder so ein Pimpflamm. Oh, wir hatten. Und hier unten haben wir auch noch ein bisschen Kohle. Baust du gerade so in der dritten Etage? Nee. Ey, wir hatten das doch geplant. Wann baust du denn? Das war was anderes. Was denn? Wirst du dann sehen. Junge. Ja, okay. Ja, beim Springen ist man... Ey, beim Springen ist man... Dachtest du dir? Ja, das dachtest du. Ja, Scheißvogel. Und ich bin tot. Dachtest du dir, Scheißvogel? Ich bin... Oh, wir haben ein Problem. Why? Ich habe den Timer nicht gestellt. Oh, Junge. Ich habe keinen Plan, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben. Ich schätze mal, was schätzt du? 5 Minuten? 10 Minuten? Hm, weiß ich nicht. Beende sie halt schon. Warte, ich laufe noch soeben zum Haus und beende sie dann. Tut mir jetzt sehr leid, ich hoffe, ich komme ungefähr mit der Zeit hin. Ja, und ich bin gleich schon wieder tot. Warte. Ja doch, das müssten jetzt fast genau 15 Minuten sein. Wir haben 21:31 Uhr, um 21:13 Uhr hast du mir einen Screenshot geschickt. Ah, okay. Dann brech ab. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Starbound wieder. Und der Dave hat dir was Hübsches hingezaubert. Bis dann, tschö.